Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin. Und heute möchte ich mal mit euch darüber sprechen, dass die Kita ja nicht nur positive Dinge weitergeben kann, sondern oft auch Schlechtes unseren Kindern mit auf ihren Weg gibt, was wir dann vielleicht zu Hause unseren Kindern irgendwie mühsam versuchen, wieder abzugewöhnen, ja. Und das soll einfach nur als Entscheidungshilfe dienen. Ihr könnt auch mal in meine Kita-Frei-Playlist schauen, die verlinke ich euch mal hier oben. Und einfach nur mal zum Überdenken, weil ich glaube, dass ganz viele Leute leider immer noch sehr unreflektiert die Kita durch eine rosarote Brille sehen, die sie manchmal gar nicht verdient hat, ja. Und ich weiß, das ist jetzt die negative Seite. Die positive Seite, die können wir ja, die rufen ja die Spatzen von den Dächern. Und die negative Seite, was eben Kita auch mitgeben kann, das möchte ich euch heute jetzt mal aus meiner Sicht darstellen. Wenn ihr anderer Meinung seid, gern ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid, teilt gern das Video und liked gern das Video. Das hilft mir immer unheimlich weiter. Und ja, fangen wir mal an. Zum Beispiel, gerade Sprache ist so ein ganz berühmtes Beispiel, wo Eltern immer die Hölle heiß gemacht wird, wenn das Kind nicht in der Kita ist. Weil in der Kita lernt man ja sprechen. Das ist nicht immer der Fall, ja, weil ich habe das mal irgendwo gehört. Ich dachte, es war Vera Birkenbiel, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Vielleicht war es auch ein anderer Vortrag, den ich mir mal angehört hatte. Zweijährige lernen nicht so gut sprechen von Zweijährigen. Ja, ist irgendwie logisch, geht auch ein. Und wir haben auch diesen Effekt, dass Kinder, wenn sie andere Kinder mögen, sich Dinge abschauen. Das heißt, wenn dein Kind schon gut sprechen kann und das andere Kind hat irgendeinen Sprachfehler, wo ich ja auch jetzt nicht immer so streng dahinterher bin, aber die Kinder nehmen sich das dann auch an, einfach aus Sympathiegründen, ja. Das heißt, diese Sprachentwicklung wird nicht unbedingt gefördert durch den Kindergarten und durch die Kita. Und dann muss man natürlich auch noch schauen, wie viele Sprachen werden denn dort gesprochen und wie viel Deutsch kann denn das Kind dann überhaupt an der Stelle dort mitnehmen, ja. Und das wird manchmal so ein bisschen beschönigt und verdreht dargestellt. Also Sprache ist mein Punkt 1. Dann schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel, wenn das sein Kind bis dahin nicht gemacht hat und fängt dann zum Beispiel an zu kratzen, zu kniepen, zu spucken, zu beißen. Was an sich natürlich verständliche kindliche Abwehrreaktionen sind. Ja, ich habe, glaube ich, auch mal jemanden gebissen, als ich ein Kleinkind war, weil es mir einfach zu viel war. Ja, ich glaube, wir saßen da in so einem, also es ist mir nur erzählt worden, wir saßen da in so einem Bett und das Kind hat mich dann irgendwie so zur Weißglut gebracht und geärgert, dass ich dann gebissen habe. Das sind halt Kinder am Limit und oft in diesen Kita-Settings sind Kinder am Limit. Ja, das ist nachgewiesen, dass Kinder einfach da auch zum Teil sehr, sehr hohe Cortisolwerte haben, die managern gleichen, ja. Und Kinder sind dann einfach am Limit und dann kommen natürlich solche, ich sag mal, schlechten Gewohnheiten, wie eben Abwehrreaktionen, wie Beißen, wie Kratzen, Schubsen, Spucken, ja, Treten, alles das kommt dann natürlich mehr zutage und dann wird das natürlich für dein Kind normalisiert und vorgelebt, ja. Das ist natürlich auch ein Punkt vom Kindergarten, ist ganz klar. Und dann Punkt 3, Fluchen, Floskeln und Kraftausdrücke. Also, ey Alter, ja, ist immer mein Lieblingsbeispiel. Das sagen Kinder schon mit 2, 3 Jahren, ja, wenn die das irgendwie nachplappern. Und dann hat das, die Kinder wissen gar nicht, was das bedeutet. Die plappern das einfach nur nach. Und die Kinder, die vielleicht im Kindergarten sind, haben das vielleicht von älteren Kindern, die schon in der Schule sind. Und ihr habt dann zu Hause ein 3-jähriges Kind oder ein 4-jähriges Kind, was da und sagt, ey Alter, oder ist ja geil, ja. Und ich meine, irgendwie ist es auch niedlich, aber trotzdem müssen wir bedenken, dass die Kinder das einfach nur nachplappern. Das hat für die noch überhaupt keinen Inhalt und sie sprechen dann einfach so, wie ihr Umfeld ihnen das gibt. Und die Kinder sind ja wie Schwämme. Wie gesagt, bis 7 Jahre wird die Festplatte beschrieben hier oben. Und es ist halt nicht immer unbedingt so angenehm, wenn dann Kinder, weil die das ja dann auch übergeneralisieren und überanwenden, ja, und dann dauernd Schimpfwörter verwenden. Und ich gehe ja dann manchmal so ein bisschen, ich weiß, manche finden das jetzt
bestimmt furchtbar prüde. Und ich sage auch manchmal das Wort mit SCH auch gerne und ich fluche auch gerne mal, um einfach Dampf abzulassen. Trotz alledem, wenn das Kind gar nicht weiß, wann wird das Wort verwendet, was bedeutet das Wort und das einfach so verwendet, dann ist das ja auch eine Frage der Energie. Welche Energie übertragen denn solche Wörter? Und dann ist es schade, wenn das Kind das normal in seiner Entwicklung gar nicht so gehabt hätte und jetzt total in dieses Tal abspringt und abdriftet und das gar nicht mal überhaupt bewusst wahrnehmen kann, was es da sagt, zu wem es das sagt, dass es vielleicht Leute vor den Kopf stößt, ja, wo ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn Kinder Leute vor den Kopf stoßen, aber wenn sie es machen, ohne dass sie es überhaupt wissen und sich dann wiederum Ärger einheimsen von Leuten, die das nicht so lustig finden, dann ist das Kind einfach das Opfer geworden von diesem Umfeld, ja. Dann der nächste Punkt, die Ernährung. Süßes Zucker kann man schlecht umgehen, wenn man in einer ganz normalen Kita ist. Ja, dann wird zum Teil noch damit belohnt. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Veranstaltungen, wo auch Bonbons mitgebracht werden. Oder auch natürlich, was Sie beim Nachbarn in der Brotbüchse sehen. Und ich habe auch mal, das war ganz lustig, eine Freundin gefragt, sie soll doch mal fragen, wie das im Kindergarten wäre, weil wir vegan leben. Ne? So. Und dann kam die zurück und hat gesagt, ne, also die Leiterin hätte gesagt, ne, also sowas gibt's hier nicht, sowas machen wir, fangen wir gar nicht erst an, solche Extrawürste, ne? Und da kann man schon mal sehen, dass man dann auch in dieser Beziehung das Kind nicht wirklich so begleiten kann, wie man es möchte. Vielleicht hat das Kind ja auch irgendeine Allergie, vielleicht hat das Kind eine Laktoseunverträglichkeit oder eine Glutenunverträglichkeit, ja. Und wenn man dann dauernd bibbern muss, dass das Kind nicht vielleicht von irgendjemandem irgendwas isst, vor allem wenn sie noch klein sind, dann ist das schon gar nicht so leicht. Also auch eben über die Ernährung hat man dann nicht mehr unbedingt diesen Einfluss, weil die Kinder ja, wie gesagt, auch sehen, was die anderen haben und dann wollen sie es auch haben. Und das ist dann immer ein großes Zerwürfnis für Eltern und ich verstehe das total gut. Man will dem Kind einerseits auch seine Wünsche erfüllen, aber andererseits weiß man auch, dass man seinem Kind wiederum damit schadet, wenn man ihm zu viel Zucker gibt. Und das ist gar nicht so einfach, ja. Also das ist auch für mich ein Punkt. Dann bringt das Kind vielleicht auch mit nach Hause Angst oder Überforderung oder irgendwelche Coping-Strategien. So wie zum Beispiel, ja, ist mir doch egal. Oder, na, mach doch. Oder, ja, also irgendwie so Verhalten, was vorher nicht da war, was das Kind im Kindergarten einfach entwickelt hat, um klarzukommen. Oder es bringt Ängste mit nach Hause, Ängste nicht geliebt zu werden, Ängste nicht angenommen zu werden. Oder es tobt sich zu Hause jeden Tag furchtbar aus, weil es so überfordert ist, ja, weil es einfach nicht klarkommt. Und dann fängt es vielleicht zu Hause einfach von sich aus an zu beißen und zu kratzen und irgendwie diese ganze Wut oder diese unterdrückte Wut, weil sie sich vielleicht am Tag nicht trauen und Angst haben vor Autoritätspersonen, dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, bringt sie das mit nach Hause und du weißt gar nicht, wo dir der Kopf steht und die Kita, die dir eigentlich Erleichterung verschaffen sollte und die dir eigentlich Freiraum verschaffen sollte, beschert dir ein Kind, was du überhaupt gar nicht mehr wirklich kennst und nicht mehr richtig überblicken kannst. Ja, das kann passieren, muss natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich möchte hier jetzt mal auf diese negativen Sachen eingehen, die sonst immer gern unter den Teppich gekehrt werden, die aber, wie ich schon gehört habe, von Leuten mir zugetragen werden. Ich habe ja auch durch die Coachings, da verlinke ich euch mal alles hier, alles Wichtige, was ihr dazu wissen müsst. Wenn ihr euch dafür interessiert, verlinke ich euch hier. Und da erfahre ich natürlich auch viel, was eben an negativen Dingen passieren kann. Ja, wenn ich mein Kind in die Kita gebe. Und dann bringt das Kind natürlich auch das Mindset der Erzieherinnen und Erzieher mit. Das ist ja klar, weil irgendwie, ja, sind das ja erwachsene Autoritätspersonen, mit denen das Kind sehr viel Zeit verbringt und oder zumindest einen beträchtlichen Anteil. Für so ein kleines Kind ist ja der Tag noch nicht so lang, also einen beträchtlichen Anteil von Zeit verbringt. Und das kann natürlich gut sein, das kann super sein, aber das kann auch nicht gut sein, ja. Und dann heißt es immer, Frau so und so hat aber gesagt und Herr so und so hat aber gesagt. Und dann wird sozusagen eure Autorität
auch zu Hause wiederum untergraben und ihr habt es dann schwer und ihr müsst dann diskutieren, was ich generell auch in Ordnung finde, ja, wenn man sich da auseinandersetzen kann. Aber es ist eben gerade in dem Alter manchmal nicht leicht, dem Kind dann die eigene Sichtweise rüberzubringen, ohne den anderen schlecht zu machen. Das möchte man ja nicht, weil man will ja das Kind nicht in irgendwelche Gewissens, Zwickmühlen bringen. Also das ist nicht so leicht und das darf man bedenken, ja, wenn zum Beispiel der Erzieher oder die Erzieherin ganz andere Auffassung hat von Begleitung, als ihr das habt, das ist dann auch manchmal prallen da Welten aufeinander, ne? So, und als letztes natürlich das Konsumverhalten. Das heißt, Kinder wollen natürlich dann auch die Sachen kaufen, nicht nur Essen, sondern auch Anziehsachen, Spielsachen haben, kaufen, die andere auch haben. Und dann kommen wir natürlich schnell wieder auch in dieses Fahrwasser rein, warum das für viele so praktisch ist, eben Kitas zu haben, weil sich dann ja natürlich auch solche erzeugten Trends super fortpflanzen und super verbreiten. Natürlich haben wir auch irgendwelche, weiß ich nicht, Merchandise-Produkte von irgendwelchen Trickfilmserien, klar. Aber es ist jetzt nie so gewesen, dass wir das hätten kaufen müssen. Ja, wir haben das jetzt einfach dann beobachtet. Okay, das gefällt ihr jetzt, das holen wir ihr mal. Aber es war nicht so, oh, ich muss das jetzt unbedingt haben. Ja, ich muss das unbedingt haben. Und das ist, glaube ich, was einem im Kindergarten dann ganz oft ins Haus steht, dass dies oder jenes unbedingt angeschafft werden muss, weil sonst ist man ja schon im Kindergarten uncool. Auch zum Thema Coolness habe ich schon mal ein Video gemacht und wie sehr das unsere Kinder und unser ganzes Mindset, auch unser Mindset bis heute prägt und was das mit uns machen kann. Und das wird dann oft verwechselt, sag ich mal, mit Persönlichkeitsentwicklung oder individueller Persönlichkeit, ja, und dabei ist es eigentlich nur ein Mitläufertum in vielen Fällen und dann ist es einfach, ja, das wirkt natürlich so, ja, das Kind entwickelt eigene Interessen, das Kind entwickelt eigene Vorlieben, aber sind das wirklich die eigenen Vorlieben, sind das wirklich die eigenen Interessen oder ist das einfach mitgebracht, weil der mag das und ich mag den und deshalb mag ich auch das. Ja, so ungefähr die Argumentationsstrategie. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch da auch mal die Augen nochmal öffnen konnte, sodass ihr auch ein paar Argumente an der Hand habt, falls es mal wieder Streit gibt in der Family, was ich auch oft mitbekomme bei den Coachings. Und da kann man auch mal sagen, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt und dass wir auch durchaus da einen differenzierten Blick drauf haben dürfen. Und dann können wir auch besser abwägen, nehmen wir das in Kauf oder wollen wir das lieber ein bisschen weiter nach hinten schieben, ja, diese Phase, bis das Kind selber tatsächlich eine Identität gefunden hat und zumindest spürt, okay, hier läuft was nicht richtig, ja. Also, abonniert gerne den Kanal, liked gerne das Video, ich freue mich auch immer über eure Kommentare und freue mich natürlich, dass ihr bis hierher zugeschaut habt und wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, ganz viel Kraft, eure Julia. Ciao!